Zu dir ist sie gekommen, nicht zu mir. Ich will dich ja nicht belästigen, aber ich hoffe wirklich sehr, dass du es mir beschaffen kannst. An Georgs Gesicht siehst du einen ganz schwachen Abglanz meines Elends. Immer Grete, warum Georg? Es ist gut, dass du davon sprichst, Erhard. Ich wollte den Dirnen in der Judengasse Krapfen schicken, hab's immer vergessen. Ich werde mich noch heute drum kümmern. Georg, bitte! Im Übrigen muss ich jetzt arbeiten, mein Lieber. Komm. Komm. Komm, Lieber. Feuer fließt mir im Haar. Weiß nimmer. Nimmer, was gestern war. Blut stickt und wirkt mir die Kehle zu. Nun habe ich keine Nacht mehr Ruhe. Möchte nackend in der Sonne gehen, vor aller Augen mich lassen sehen und tausend Schmerzen auf mich flehen und Schmerzen dir tun zu rasender Wut. Und ich bin ihre Hurentochter und du bist ihr Hurensohn. Ich bin ihr Hurensohn, aber du bist ihre Hurentochter. Du bist ihre Hurentochter. Du bist ihre Hurensohn. Ich würde ihn gern kennenlernen, den vornehmen Ungarn, und ich würde Vater zu ihm sagen. Vielleicht gehe ich auch nach Borneo. Irgendwie wird sich das Gewitter, das sich in mir angesammelt hat, schon entladen. Ich habe mich auch bei der niederländisch-königlichen Kolonialvertretung nach einer Apothekeranstellung in Holländisch-Indien erkundigt. Wo geht denn Indien? Ich versuche auch in Albanien als Militärapotheker. Albanien, was soll das sein? Ein gerade neu gegründeter Staat. Ein Heer von wilden Vögeln wandern zu jenen Ländern, schönen anderen. Also das ist vergeblich. Wenn du nicht die Kraft und Nerven besitzt, auch nur einen Tag, einen verdammten Tag auf deinem Posten zu bestehen. Alles Materielle und Geschäftliche ist mir zuwider. Du urteilst oft so ungerecht und rücksichtslos. Diese Händler, diese Deutschen. Ich wünschte, dass jeder Deutsche durch Schenkers Fall falle. Ich meine nicht, du kennst keine Art von Gefühl. Ja, den Helian werden sie lesen. Vorher muss vieles zugrunde gehen. Nicht nur, was die Zeitgenossen lesen, sondern auch das Allermeiste von dem, was sie tun. Helian. In den einsamen Stunden des Geistes. Des Geistes. Ist es schön, in der Sonne zu gehen. In der Sonne zu gehen. An den gelben Mauern des Sommers hin. Leise klingen die Schritte im Gras. In 4 Uhr? Ja, mit schlimmen Folgen. Mit außerordentlich heftigem Blut. Stich, schwarzer Dorn! Dann fährst du hier. Ich weiß nicht, Georg, ob das Kind von meinem Mann ist. Heute Abend schon. Else Lasker Schüler war bei dir, sie hat mich umsorgt. Ja. Ich habe mit ihr gesprochen. Sie sagt, sie empfinde kein Wort wahr von dem, was du sagst. Sie sei nicht verlogen genug für eure Freundschaft. Freundschaft beruht auf Verkennen des eigenen und des Freundes Charakter. Man sollte schweigend Fäden knüpfen und die Lüge als Faden benutzen. Alle Dichter sind eitel und Eitelkeit ist widerlich. Und alles Gedichte machen ist nichts. Ein paar Worte des Evangeliums haben mehr Welt und Leben und Menschenkenntnis als all diese Gedichte zusammen. Ich muss noch an den Gedichten arbeiten. Wissen Sie, dieser Gedicht, der Mann scheint mir doch ein höchst interessanter Kasus. Ein solches Genie bekommt nur höchst selten seine beruflichen Aufgaben zu sehen. Haben Sie vielleicht noch einen anderen Grund, ihn hier zu behalten? Mein Freund fürchtet, vor einem Kriegsgericht gestellt zu werden. Wir werden sehen.